Priska! Priska! Ja, René! Ah. Leute haben doch Zeugs. Zeugs? Ja, Zeug, die immer rumliegt, die man nicht mehr braucht. Abfall. Richtig. Jetzt regeln wir doch mal, wie das in Zukunft läuft mit dem Abfall. Schreib auf. Okay. Der ganze Kasumpel kommt in einen Sack. Ein Sack? Richtig. Ein Sack. In ganz einen teuren Sack. Ganz einen teuren Sack? Es ist der teuerste Sack der Welt. Und er wohnt in der Küche unter dem Schützstein. Sagt man dem nicht Lavabo? Schützstein, Priska. Das Lavabo ist doch im Badzimmer. Und wie teuer ist der Sack? Das ist überall ein bisschen unterschiedlich. Und manchmal hat man auch gar nicht einen teuren Sack, sondern einen normalen teuren Sack. Aber dann muss man eine teure Briefmarke drauf tun, bevor man vor die Tür stellt. Moment. Man stellt den Sack vor die Tür. Ich meinte, er sei unter einem Brünneli. Schützstein! Und man tut ihn vor die Tür, damit er abgeholt wird. Abgeholt? Von wem? Von einem orangigen Mann. Mit einem orangigen Lastwagen. Wo stinkt. Und hinten macht sie die ganze Zeit so. Also man muss sein Zeug in den Sack tun, zum Beispiel so Flaschen da. Nein, Flaschen kommen nicht in den Sack. Flaschen kommen in ein Loch. Und das Loch ist in der Wohnung? Nein, Priska, kein Loch in der Wohnung. Das Loch ist von außen auf der Straße. Und alle müssen ihre Flaschen ins gleiche Loch werfen. Also ein Loch für alle? Aber nicht für alle Flaschen. Weil jede Farbe hat ein anderes Loch. Farbe? Wieso Farbe? Ja, es gibt ein grünes Loch für grünes Glas, ein braunes Loch für braunes Glas und ein weißes Loch für... Weißes Glas? Durchsichtiges Glas, Priska. Es gibt doch kein weißes Glas. Also, die durchsichtige Flasche kommt ins weiße Loch? Nein, die nicht ins weiße Loch. Weil auf die gibt es noch Depot. Depot? Depot. Was ist Depot? Depot ist eine Art Lösegeld für Flaschen. Wäre doch schade, wenn eine 50 Gramm etwas verzustossen. Also nochmal Flaschen nicht in den Sack unter dem Spülbecken, sondern auf die Straße in ein Loch. Aber man darf nicht immer ein Loch, sondern nur vom Montag bis Freitag, vom 8. bis 5. Also nochmal, die durchsichtige Flasche von 8 bis 5 ins weiße Loch. Nein, die nicht. Die Flasche kommt zurück in den Laden. Wegen Lösegeld? Nein, die Flasche kommt in einem Laden in ein Loch, aber in einem anderen Laden in ein anderes Loch. Und die da kommt auch in einem anderen Laden ins eine Loch? Nein, in ein anderes Loch, aber im gleichen Laden. Und die kleinen Energiewürstchen, kommen die auch in den Sack? Nein, Batterien nie in den Sack. Batterien einfach irgendwo die Haare in eine Schublade legen und vergessen. Und Atommüll? Vergraben. Einfach vergraben? In einem Loch, bei Bülach. Ah, Bülach, okay. Und Hundegacki, auf Bülach? Nein, Hundegacki kommt wieder in ein Säckli. Ist das teuerste Säckli der Welt? Nein, das munzigste Säckli der Welt. Mit Briefmarken? Nein, Hundegacki immer ohne Briefmarken. Und Äpfelbütschki? Äpfelbütschki tun wir in ein grünes, viereckiges, gestabiges Handtäschchen aus Plastik. Und mit dem gestabigen Handtäschchen spaziert man nachher in den Garten. Und Zeitungen? In Sack, ins Loch, in Garten, in Laden, auf Bülach? Zeitungen machen wir zu Geschenkli. Geschenkli? Aus den Zeitungen schnüren wir geometrisch perfekte, wunderschöne Geschenkli, stellen sie vor die Türe und warten darauf, bis sie... abgeholt werden? Richtig! Und einen orangigen Mann zweimal in der Woche? Nein! Und Pfadfinderkind zweimal im Jahr. Das ist dermassen bierweich, das kann sich niemand merken. Doch, das wird super. Glaub mir, wir werden sogar Weltmeister.